Meine Damen, meine Herren, mit Blick aufs Uhrchen, ich glaube, wir legen einfach mal los. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen und freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, um in der kommenden Stunde gemeinsam mit uns auf das de Gruyter Modell der Evidence-Based Selection für die E-Book-Erwerbung zu schauen. Unter dem Titel Breit nutzen, bedarfsgerecht kaufen, EBS als optimale digitale Lösung für Ihre Bibliothek werden wir das Thema ausleuchten. Doch zunächst noch ein, zwei Worte zur Technik. Sie haben die Möglichkeit, jederzeit über die Chat-Funktion Fragen und Anmerkungen zu schreiben. Wir werden uns gegen Ende der Session die Zeit nehmen, alle Ihre Fragen aufzugreifen. Die Chat-Funktion finden Sie, wenn Sie mit Ihrer Maus am unteren Bildschirmrand hin und her fahren, dann müsste diese Chat-Funktion aufploppen. Und wundern Sie sich bitte nicht im Folgenden, irgendwie, Mensch, was macht denn der Hoppe da mit seinen Händen? Also ich gebe dann meinem Kollegen in der Technik ein Zeichen, dass er dann bitte zur nächsten Folie weitergeht. Und übrigens, wir zeichnen die Veranstaltung auf und stellen sie im Nachgang auf YouTube. Und da schicken wir Ihnen auch sehr gerne noch den Link dann dazu. Und da stelle ich doch jetzt zunächst einmal die Vortragenden vor. Und es ist mir eine besondere Freude, dass wir als Gastvortragenden gewinnen konnten, Herrn Dr. Joost Hindersmann von der Universitätsbibliothek in Osnabrück. Er leitet die elektronischen Informationsdienste an der UB in Osnabrück. Martina Näkel, meine Kollegin, sie leitet den gesamten Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und dann ist Olaf Schmalfuß heute auch mit dabei. Er ist unser Manager für Produkt und Metadaten. Und ich, Tim Hoppe, ich bin Sales Manager in Bibliotheken in Deutschland und in Österreich. Werfen wir doch einen Blick auf die Agenda. Folgende Punkte werden wir in den nächsten roundabout 60 Minuten besprechen. Zuerst berichten Martina Näkel und ich vom Ursprung, von Ablauf, von den Inhalten und von den Konditionen unseres EBS-Modells. Olaf Schmalfuß wird dann von den Services berichten, die wir Bibliotheken anbieten, die unser EBS benutzen. Dann wird Herr Dr. Hindersmann aus der Praxis der UB Osnabrück berichten, welche Erfahrungen er mit dem EBS-Modell von de Gruyter gemacht hat. Martina Näkel wird dann im Anschluss im Detail die Nutzung einer weiteren Universität betrachten. Und zu guter Letzt greifen wir Ihre Fragen auf. Und da kommen wir doch dann jetzt auch schon zum ersten Punkt. Die Anfänge 2011, 2012 haben wir in einem Pilotprojekt mit der Uni Mannheim, dem Forschungszentrum Jülich und der Fernuniversität Hagen ausgelotet, wie wir mit unseren digitalen Inhalten ein Demand-Driven Acquisition-Modell anstoßen könnten. Also eine Erwerbung, die auf der tatsächlichen Nachfrage beruht. Die Auswahl der Partner erfolgte aufgrund ihrer jeweiligen Struktur. Da hätten wir die Uni Mannheim, klassische Campus-Universität. Die UB bedient rund 12.000 Studierende und wissenschaftliche Mitarbeitende mit Fachliteratur. Die Bibliothek des Forschungszentrums Jülichs versorgt etwa 2.000 Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler mit Literatur und die Bibliothek der Fernuniversität Hagen, ja, betreut 75.000 Studierende, die in zumeist virtuellen Studiengängen ihre Qualifikationen erzielen. Also insgesamt eine sehr heterogene Mischung der Projektteilnehmer. Das Ganze hat Herr Professor Michael Siedel von der Humboldt-Universität in Berlin wissenschaftlich begleitet. Alle Beteiligten haben sich dann zusammengetan, um Empfehlungen für ein Geschäftsmodell abzuleiten, das für alle Beteiligten tragfähig ist. Also mit öffentlichen Budgets, haushaltenden Bibliotheken einerseits und einem privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen, sprich dem Verlag, auf der anderen Seite. Eindeutig bevorzugt wurde ein Modell, bei dem der Auswahlprozess für den E-Book-Erwerb auf der tatsächlichen Nachfrage beruht. Soweit so klar, aber wichtig, wichtig, wichtig. Es soll bitteschön kein unmoderierter Erwerb stattfinden. Die letztliche Kaufentscheidung, die
möge bitteschön bei den Bibliotheken bleiben. Da ist die Expertise. Also keine nutzergesteuerte Erwerbung, aber eine nutzungsgesteuerte Erwerbung. Eben eine Auswahl, die auf der Evidenz beruht. 2013 dann sind wir mit dem Modell auf den Markt gegangen. Schauen wir uns doch mal an, was dann der Ablauf des Modells bedeutet. In der Regel vereinbaren wir mit der Bibliothek eine Nutzungsdauer von einem Jahr. Das kann in Absprache natürlich auch länger sein. Bibliotheken haben dann den unbegrenzten Zugang auf das gesamte E-Book-Portfolio von De Gruyter, bedeutet also auch einschließlich der Lehrbücher. Zusätzlich stehen die E-Books der meisten unserer Verlagspartner zur Verfügung. Neuerscheinungen werden dann laufend in den EBS-Pool hineingetan. Das geschieht dann auch automatisch. Wir sprechen hier also auch über die komplette Frontlist. Es gibt nur monatliche Nutzungsstatistiken. Da erzählt Herr Schmalfuß Ihnen gleich auch noch ein bisschen was dazu. Und zum Ende der Laufzeit gibt es eine Abschlussstatistik, die um bibliografische Details angereichert ist. Das hat sich aus unserer Erfahrung gezeigt, das ist ein super wichtiges Instrument auch für die Bibliotheken. Denn, wichtig, die EBS-Gebühr, die uns die Bibliothek zu Anfang der Laufzeit gegeben hat, diese Gebühr steht in vollem Umfang bereit, sodass die Bibliothek nach Ende der Laufzeit ihre Wunschtitel dauerhaft in den Bestand der Bibliothek übernehmen kann. Was aber auch bedeutet, dasselbe Geld, das die Bibliothek uns gegeben hat, es steht gleich zweimal zur Verfügung. Einmal für die E-Book-Nutzung während der Laufzeit und einmal für den E-Book-Erwerb, der dann anschließend stattfindet. Und gucken wir doch jetzt einmal darauf, was denn dann drin ist. Bibliotheken, die unser EBS zurzeit benutzen, die haben im Augenblick Zugriff auf mehr als 81.000 E-Book-Titel mit einem Wert von, ich mache eine kleine Kunstpause, 9 Millionen Euro. Und da kennen Sie uns ja, wir sind in vielen Fachbereichen unterwegs, die Geisteswissenschaften, die Sozialwissenschaften, die Naturwissenschaften, die technischen Disziplinen. Wir sind da im besten Sinne des Wortes ein universaler Wissenschaftsverlag. Was ist noch drin? Unser Bucharchiv ist auch Bestandteil der EBS-Lizenz. Hier sind wir gerade dabei, alle Titel zu digitalisieren, die wir seit Beginn unserer verlegerischen Tätigkeit veröffentlicht haben. Und dieser Beginn liegt immerhin auch schon zurück im 18. Jahrhundert. Zudem mit dabei unsere Verlagspartner. 2012 haben wir das Programm aufgesetzt. Seitdem konnten wir die Riege unserer renommierten Partner ganz gehörig steigern. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle den Bielefelder Transkript Verlag, dessen E-Book-Titel vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum eine ganz gehörige Nachfrage und eine sehr hohe Nutzung erfahren. Nicht unterschlagen will ich natürlich auch die US-amerikanischen Uni-Verlage der Ivy League, also beispielsweise Princeton University Press oder Harvard University Press. Das hat auch Auswirkungen auf die Titelzahl. Waren wir Ende 2012 mal gerade so mit so 10.000 Titeln mit dabei, die wir durch das EBS anbieten konnten, sind wir nun mittlerweile bei den mehr als 81.000 Titeln. Und mal schauen, wann wir die 100.000er-Marke knacken werden. Und damit übergebe ich doch gerne weiter an meine Kollegin Martina Nekel, die über die derzeitigen EBS-Kunden berichten wird und über die Konditionen berichten wird. Ja, in den ersten Jahren haben wir ein wenig mit dem Modell experimentiert. Es war möglich, teilweise auch die Datenbanken und die Journals mit reinzunehmen. Aber es hat sich doch dann sehr schnell herauskristallisiert, dass der Fokus des Interesses eher auf den E-Books liegt, sodass wir jetzt im Prinzip, außer bei einigen Langzeit-Altkunden, nur noch den Gesamtcontent unserer E-Books zur Verfügung stellen im Rahmen des EBS. Ebenso erfreulich wie der Inhalt und der Wert hat sich auch die Kundenstruktur entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben derzeit weltweit etwa 120 EBS-Kunden, fast die Hälfte davon in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Unter anderem, das haben Sie vielleicht gehört, hat im Rahmen des Sachsen-Konsortiums ein ganzes Bundesland auch Zugriff. Also alle sächsischen Hochschulen können im Rahmen des EBS Sachsen-Konsortiums auf die kompletten De Gruyter E-Books Zugriff nehmen. Die Struktur der Bibliotheken setzt sich wie folgt zusammen. Natürlich, die meisten sind Universitätsbibliotheken. Wir haben aber in Deutschland, Österreich und der Schweiz von den 54 auch über 20 Hochschulen, Fachhochschulen, Hochschulen als EBS-Kunden gewinnen können und einige weitere sonstige Bibliotheken. Da sind Landesbibliotheken dabei, eine Staatsbibliothek, aber auch Fachbibliotheken. Die Corona-Krise hat in Bezug auf EBS geradezu wie ein Katalysator gewirkt. Wir haben in diesem Jahr 10 Neukunden gewinnen können, die auch schon unterjährig, was eigentlich ungewöhnlich ist, gleich begonnen haben mit dem EBS, mit der EBS-Implementierung. Das liegt aber in der Natur der Situation. Die Bibliotheken waren geschlossen. Sie mussten schnell eine große Menge elektronischer Medien zur Verfügung stellen, weil die Printtitel nicht mehr zugänglich waren. Und da ist das einfach das Modell der Wahl, EBS. Wir haben mittlerweile zahlreiche EBS-Langzeitkunden, eine große und eine kleine Uni, da kommen wir dann im Laufe der Veranstaltung noch näher drauf zu sprechen, sind tatsächlich seit 2013 dabei, also jetzt im 8. Jahr, und werden, also so wie es aussieht, auch weiter dabei sein dann im nächsten Jahr. Das liegt auch in der Natur des Modells, dieser Trend hin zu Langzeit, wobei man ehrlicherweise sagen muss, wenn, also bei Neukunden wird meistens EBS erstmal für ein Jahr lizenziert, aber es stellt sich dann doch sehr schnell heraus, dass die Akzeptanz sehr gut ist, also die Nutzung ist sehr hoch und das ist einfach ungünstig für die zur Verfügungstellung so einer großen Menge E-Books, wenn man dann, ich sag mal, im März, April hat es dann der Letzte an der Uni verstanden, dass alles zur Verfügung steht und dann würden sie Ende des Jahres schon wieder kommunizieren müssen, dass es dann zum 31.12. abgestellt wird. Das ist ungünstig. Also von daher gute Akzeptanz, hoher Trend zu Mehrjahreslizenzen. Vielleicht interessant für Sie zu wissen, 2019 mit dem Jahresabschluss haben wir verzeichnet, dass über ein Drittel des E-Book-Umsatzes in Deutschland, Österreich und der Schweiz mittlerweile auf EBS-Umsatz entfällt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass sich das in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr noch deutlich weiter in Richtung EBS verschieben wird. Gut. Wie berechnen wir das Modell? Wir haben, und diejenigen, die vielleicht schon mal ein Angebot bekommen haben in den vergangenen Jahren, wissen das, wir haben zu Beginn des Modells ein ganz schlichtes Berechnungsmodell gehabt. Größe der Uni, also Kopfzahl wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende, mal einem Preis für die Pro-Kopf-Nutzung, mal einem Faktor für die angenommene durchschnittliche Nutzung. Wir sind davon ausgegangen, jeder Nutzer greift 1,25 bis 1,5 Mal pro Jahr zu. Ganz schlichte Berechnungen, konnten Sie selber ausrechnen, was Ihre Einrichtung hätte bezahlen müssen. Das, von diesem Modell haben wir uns verabschiedet. Das wurde beidseits eigentlich der Situation nicht gerecht. Weder einigen Bibliotheken, sowas greift vielleicht für eine Volluni, aber schon nicht mehr für eine TU oder eine Spezialbibliothek. Aber es war auch grenzwertig oder nicht mehr tragbar hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit für uns. Komme ich gleich noch darauf zu sprechen, wenn ich Ihnen kurz erläutere, wie wir jetzt berechnen. Wir berechnen seit einiger Zeit wie folgt. Das ist etwas komplexer. Wir müssen dadurch wesentlich mehr mit der interessierten Einrichtung in Kontakt kommen. Natürlich ist immer noch die Basis, die Größe der Einrichtung, also Zahl der Köpfe, Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, Professorinnen, Lehrkräfte. Aber ganz wichtig, wir nehmen mit in die Preisfindung, die bisherige Erwerbssituation, nicht nur was bisher an E-Books ausgegeben wurde, sondern vor allen Dingen den Printerwerb. Das haben wir anfangs überhaupt nicht berücksichtigt, aber das ist ein ganz wichtiger Faktor für uns zur Preisfindung. Wir gehen davon aus, und das sieht man also in den Zahlen, dass während eine Bibliothek EBS lizenziert hat, die Printumsätze mehr oder weniger deutlich zurückgehen. Das kann hingehen bis, wie wir es schon einmal erlebt haben, null.
Also die Printumsätze gehen auf null. Da hatte die Bibliothek die Policy ausgerufen, es wird während EBS kein einziges Dick Reuter Buch in Print bestellt. Das war natürlich ein herber Schlag ins Kontor, muss man sagen. Aber auch wenn keine dezidierte Print-Policy vorliegt, geht die Printnutzung mindestens um 20-25% zurück. Warum? Ein Wissenschaftler guckt in den OPAC, sucht dringend einen Titel. Wenn er sieht, der ist nicht da, dann wird eine Bestellempfehlung oder wie auch immer das zu bezeichnen ist, abgesetzt. Der Titel wird erworben, möglicherweise in Print erworben. Wenn aber dann EBS an der Uni vorhanden ist und man sieht, der Titel ist elektronisch vorhanden und man braucht ihn schnell, dann wird elektronisch zugegriffen im Rahmen von EBS und die Printbestellung entfällt. Also Print geht zurück und das muss mit eingepreist werden. Also wir müssen mit dem Kunden in Kontakt kommen, die Gesamtsituation beim Kunden betrachten, auch von Seiten des Kunden. Was ist es denn für eine Einrichtung? Wenn es eine TU ist, dann müssen wir anders bepreisen, weil ein großer Teil unseres Portfolios wahrscheinlich nicht so genutzt wird, Geisteswissenschaften mal ganz grob gesagt, wie an einer Volluniversität. Auch das muss mit eingepreist werden. Also ein ganz anderes Preismodell. Bei Renewals haben wir eine übliche Preiserhöhung, die sich ein bisschen anlehnt an der Wertentwicklung und ganz attraktiv. Es gibt natürlich Sonderkonditionen bei Mehrjahreslizenzen, die in der Regel darin bestehen, dass wir ein Price Cap in Bezug auf die jährliche Preiserhöhung einbauen, sodass man dann auch auf Jahre eine Preissicherheit hat. Gut, nochmal kurz zusammengefasst, die Vorteile des Modells, natürlich, Sie bekommen viel, in dem Falle allen Inhalt, zu moderaten im Verhältnis zum Wert des Produktes, zu moderaten und planbaren Kosten. Sie haben in dem Falle alle Dick Reuter E-Books zur Verfügung, ohne Ausnahme, inklusive Lehrbüchern, inklusive Referenzwerken, inklusive Imprints. Fast alle unserer Publishing-Partner machen mit und in Bezug auf Neuerscheinungen müssen Sie sich keine Gedanken machen, habe ich die, brauche ich die, soll ich die anschaffen, sondern Neuerscheinungen werden automatisch während der Lizenz Ihrem Account zugefügt. Wie Herr Hoppe eben schon sagte, Sie kaufen nur die Titel, die Sie wirklich haben wollen, die genutzt werden. Aber das wirklich Tolle im Gegensatz zu PDA ist ja beim EBS, dass man nicht nur nutzungsgesteuert erwirbt, sondern dass Sie immer noch nach Ihrem besten bibliothekarischen Wissen und Gewissen moderierend eingreifen können. Damit übergebe ich an den Kollegen Olaf Schmalfuß. Ja, vielen Dank, Martina. Gerne möchte ich mich Ihnen noch einmal kurz als Ansprechpartner für alle Belange rund um Metadaten bei Dick Reuter vorstellen. Mein Name ist Olaf Schmalfuß und ich habe noch einen Magister der Bibliothekswissenschaft hier von der Humboldt-Universität in Berlin und verstehe mich selbst auch trotz der Arbeit hier im Verlag seit 2012 noch voll und ganz als Bibliothekar aus Leidenschaft. Und nicht zu vergessen, Dick Reuter ist ja auch das Zuhause Sauer Verlages, was natürlich ein Ansporn ist, diesem Namen auch gerecht zu werden. Und nicht ganz unbescheiden kann man wohl sagen, dass das EBS-Modell nicht ganz unwesentlich von aktuellen Metadaten lebt. Denn die sonst würden Sie von unseren Neuerscheinungen oder von neu geladenen Inhalten erfahren. Und wenn wie zu erwarten technisch alles reibungslos läuft, werden wir uns erfahrungsgemäß über die Laufzeit wohl mit am häufigsten sprechen. Dazu möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, welche verschiedenen Möglichkeiten wir Ihnen bieten, um Neuerscheinungen immer zeitnah an Ihrem Katalog nachzuweisen. Und danach noch einige Worte zu den natürlich auch für Sie sehr wichtigen Nutzungsstatistiken. Von all den möglichen Metadatenformaten sind für Sie wohl vor allem diese zwei interessant. MARC und KBART-Daten. Beide werden einmal im Monat, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aktualisiert und an all unsere Metadatenempfänger kommuniziert. Das sind zum einen natürlich unsere Bibliotheksverbünde wie GWV, SWB mit dem KCM-Plus, dem Bayerischen Bibliotheksverbund oder HEBES, aber auch natürlich OCLC und Discovery-Partner wie ProQuest, Exlibris oder EBSCO. Und selbstverständlich gibt es auch eine Reihe an Bibliothekskunden, die ihre Kataloge gerne selber pflegen möchten. Und diese Interessenten erhalten dieselben Metadaten zur selben Zeit wie die großen Player und natürlich maßgeschneidert auf genau das lizenzierte Paket. Nicht vergessen möchte ich auch den Buchhandel, denn ich habe gesehen, dass ja heute auch einige von Ihnen hier sind, die zum Teil auch noch Metadaten-Services für ihre Kunden anbieten und dieselben Daten natürlich auch erhalten und weitergeben können und es zum Teil auch schon tun. Die Grundlieferung unserer MARC-Updates für alle Empfänger besteht in der Regel aus drei Dateien. Erstens eine Update-Datei, die nur die neu erschienenen Titel und Records des letzten Monats enthält.
zweitens einer Gesamtdatei, die wirklich alle aktuell in Ihrem EBS verfügbaren Titel listet, inklusive aller Titel der davor genannten Update-Datei, und drittens ein Delete-File, das die gegebenenfalls zu löschenden Titel kommuniziert. Das passiert etwa, wenn Partner einen Titel wieder zurückziehen oder wenn sich im Rahmen unseres Archivprojektes, dem DGBA, herausstellt, dass wir trotz aller Prüfungen doch keine E-Book-Rechte für einen retro-digitalisierten Titel haben sollten. Aber keine Sorge, das passiert in der Regel nicht einmal. Also in der Regel nicht einmal eine Handvoll an Titeln. So, formal fehlen auch Open Access-Titel aus dem EBA und damit den entsprechenden Lieferungen. Denn sie müssen ja nicht mal bezahlt werden, aber gleichzeitig bleiben sie trotzdem weiter zugänglich. Und daher haben diese Daten dann auch nochmal einen eigenen Abschnitt im Update-Mailing. Das würde in der Begrüßungs-E-Mail aber auch noch einmal alles beschrieben werden. Es gibt für jedes EBA-Paket auch ein eigenes, eher inoffizielles Paketsiegel, wie zum Beispiel EBA, EBK All oder das ältere PDA 5 EBK. Das ist insofern inoffiziell, als dass Sie es nicht etwa bei der deutschen Siegelstelle nachschlagen könnten, aber es steht in jedem Titelrekord und kennzeichnet, wie auch die normalen Paketsiegel, für jeden Titel die Paketzugehörigkeit und ist allen Bibliotheksverbünden, mit denen wir bereits zusammenarbeiten, wohlbekannt. Sie können problemlos anhand dessen hierauf angesiegelt werden. Das heißt, wir müssen auch nicht mit lästigen Titellisten oder ähnlichen E-Monat hantieren. Dieselben Codes werden auch in der Kommunikation mit den Knowledge Bases und Discovery Services benutzt. Ihrerseits dann natürlich nochmal ihre eigenen Collection-IDs oder Database-Codes vergeben, aber man findet unsere Codes dann meist im Paketnamen wieder und wir können Ihnen natürlich auch hier jederzeit behilflich sein, das korrekte Target zu identifizieren. Leider können wir bei diesen Third-Party-Services natürlich nicht immer dafür garantieren, dass alle Collections auch immer dort gleich sofort aktualisiert werden, so wie wir es rausschicken. Aber dafür könnten Sie dann gegebenenfalls wiederum auf die KPAT-Daten zurückgreifen, um das zu kontrollieren oder nachzuvollziehen. Alles in allem, so finde ich, bieten wir für unser EBA in Sachen Metadaten schon ein Rundum-Sorglos-Paket für Sie an. Und wir stehen Ihnen natürlich auch jederzeit für Fragen und Anmerkungen unter der angegebenen E-Mail-Adresse zur Verfügung. Darüber hinaus sind alle Metadaten bei uns auch frei auf unserem FTP verfügbar und auf Einzeltitelebene auch auf degreuter.com, jeweils an jedem Titel unter Download und Services zu finden. Ich habe bei Interesse hier auch beispielhaft einmal einen Link zu unseren Open Access Titeln angegeben, sodass Sie sich diese Daten bei Zeiten gerne einmal näher ansehen können. Falls dazu Fragen sind, kurz zur Erinnerung, posten Sie einfach gerne in den Chat und wir greifen das später dann nochmal auf. Und damit zu den Statistiken. Genau. Typischerweise schicke ich Ihnen mit den monatlichen Mark-Updates nicht nur die Download-Links zu den Metadaten, sondern auch jeweils einen Link direkt zu Ihren Nutzungsstatistiken in Ihrer Administratorenumgebung, dem sogenannten AMS. Die EBS-Nutzung wird natürlich transparent und sauber getrennt von Ihren normalen Lizenzen bei DeGreuter geführt und Sie finden die Nutzungsstatistiken im AMS dann ganz normal, aber separat unter den anderen Nutzungsreports. Gezählt wird hier noch nach Counter 4, wie im Book Report 2, das heißt die Number of Successful Section Requests, die Number of Successful Section Requests bei Month and Title. Das heißt ein Zähler pro heruntergeladener Datei, sei es das PDF eines einzelnen Kapitels oder aber das ganze Buch im Gesamt-PDF oder als EPUB. Jeder Download ist gleich ein Zähler. Die Reports sind downloadbar bei uns als HTML, was die Standardansicht im AMS ist, oder als CSV oder als TSV. Die hier angegebenen Infos sind dann standardgemäß natürlich Titel, Publisher-Plattform, ISBN, DOI, Monatstotals sowie die Jahresgesamtnutzung. Und zum Ende der Laufzeit stellt Ihnen unser Customer Service dann quasi als besonderen Service diese Gesamtstatistik nochmal bereinigt und in angereicherter Form zur Verfügung, etwa mit zusätzlicher Angabe der Sprache, des Erscheinungstermins, des Fachbereiches, der Reihe, in dem der Titel erschienen ist, oder auch natürlich mit den Preisen der genutzten Titel. Aber auch weitere Angaben wären auf Wunsch durchaus möglich, zum Beispiel Autorin, das Copyright-Jahr oder was wir zu dem Titel in unserer Datenbank haben. Auf Basis dieser Abschlussstatistik können Sie Ihre finale Auswahl der Titel für den dauerhaften Erwerb treffen. Das soll es dann an dieser Stelle erstmal dazu gewesen sein. Und wie gesagt, Fragen gerne in den Chat. Und damit übergebe ich dann schon gerne an unseren hochverehrten Gast und Kollegen von der Uni Osnabrück, an Dr. Joost Hindersmann. Ja, danke, Herr Schmalfuß. Danke, Frau Näkel und Hoppe, dass ich hier sozusagen die subjektiven Erfahrungen der UBI Osnabrück einmal ganz kurz erläutern darf. Genau. Für diejenigen, die UBI Osnabrück nicht kennen, wir sind ein einschichtiges System in Niedersachsen,
etwa 14.500 FTEs. Wir haben eigentlich alle Fächer außer Medizin und außer Technik, also eine mittelgroße Uni. Genau. Und wir haben 4 Jahre lang von 2016 bis 2019 das EBS-Modell. Herr Schmalfuß sprach immer von EBA, da wechseln die Bezeichnungen ja durchaus ein bisschen ab. Haben wir 4 Jahre lang das EBS-Modell von De Gruyter gemacht. Warum haben wir es gemacht und warum haben wir es bei De Gruyter gemacht? Nun, wir wollten sozusagen Nachhaltigkeit erzielen, also nicht irgendwas Pay-Per-View-mäßiges. Wir wollten auch tatsächlich einen Kauf haben, dass uns die Sachen hinterher gehören. Und ganz wichtig, wir haben es erstmal aus zentralen Mitteln finanziert. Das ist deswegen wichtig, weil wenn es aus zentralen Mitteln finanziert wird, also die gesamte UB betroffen ist, möchte auch die gesamte UB etwas davon haben. Wir hatten auch schon mal Fälle, da hatten die Juristen noch Geld, die haben dann gesagt, okay, wir machen halt eben ein EBS-Modell bei einem juristischen Verlag. Die Physiker würden es halt bei einem physikalischen Verlag machen. Aber wenn die gesamte Uni betroffen ist oder die gesamte UB betroffen ist, muss es eben auch ein Verlag sein, der das Portfolio der UB so in etwa abdeckt. Das ist natürlich 1:1 nicht machbar, aber De Gruyter lag schon nahe dran. Sie sehen in Klammern philologischer Schwerpunkt. Das war sozusagen dann der Vorwurf, der aus den naturwissenschaftlichen Fachreferaten kam, wo meine Kollegen sagten, weil ich der Fachreferent für Journalistik bin, naja, da machst du sozusagen etwas pro domo. De Gruyter ist doch ein rein philologischer Verlag, mit dem können wir nichts anfangen. Da sehen wir nachher mal die Statistiken, ob das so tatsächlich stimmt. Ganz wichtig ist auch, dass wenn Sie ein EBS-Modell bei einem Verlag machen, dass Sie sehen, wie viel kaufen Sie eigentlich normalerweise bei dem Verlag. Ich meine, wir reden hier, ich will jetzt keine genauen Zahlen sagen, aber wir reden hier von einer mittleren fünfstelligen Summe, die wir da eingesetzt haben, das sogenannte Deposit. Und wenn Sie bei einem Verlag dann aber nur, ich sag mal, 2.000 Euro pro Jahr an E-Books ausgeben, dann ist das ein Missverhältnis. Das wird dann dazu führen, dass wir dann letztendlich alles kaufen müssen, was auch nur einmal angeklickt ist. Und das sind dann keine Must-Haves, das sind dann allerhöchstens Nice-to-Haves. Und wir haben gesagt, nein, wir kaufen relativ viel bei De Gruyter. De Gruyter hat auch eine große Masse, sozusagen einfach an wirklich guten Büchern. Das ist der Werbeblock für De Gruyter. Das heißt sozusagen, dass wir eigentlich keine Angst haben, dass wir irgendwann sinnlos erwerben, sondern dass wir das Deposit sinnvoll ausgeben können. Und wie gesagt, da eben halt das Portfolio so etwa stimmte, haben wir gesagt, ja, das machen wir bei De Gruyter. Genau. Was haben wir bekommen? Das hat Frau Nelke auch schon im Prinzip schon gesagt. Man bekommt eben alle E-Books von De Gruyter, inklusive der Imprints und der Publishing-Partner. Einige Publishing-Partner waren nicht dabei. Ich glaube, Otto Schmidt, das hat unseren Juristen sehr wehgetan, dass sie nicht dabei waren, aber okay. Was haben wir für Probleme bekommen in dieser Hinsicht? Naja, für einige E-Books von einigen US-Verlagen waren Metadaten eingespielt, aber trotzdem waren sie nicht freigeschaltet. Da gab es irgendwelche Rechtprobleme, wo es hieß, nein, diese Sachen dürfen für EBS-Modelle in Europa nicht verwendet werden. Ich gehe mal davon aus, dass das inzwischen alles bereinigt worden ist. Schlimmer hat uns erwischt, dass die Böhlau-E-Books ab Ende 2017 plötzlich rausfielen. Das heißt, sie waren nicht mehr zu erwerben. Böhlau, da hatten vor allem unsere Historiker sehr viel geklickt, sehr viel Wünsche geäußert. Und als die dann plötzlich gar nicht mehr zu erwerben waren, das war dann doch ein herber Schlag für uns sozusagen. Das heißt, da hätten wir uns schon gewünscht, dass De Gruyter da Verträge aushandelt, die auch dann vorsehen, dass wenn da ein Verlag bei ist, man letztendlich auch die Bücher dieses Verlages kaufen kann. Genau. Was haben wir bekommen? Damals waren es noch 3,9 Millionen Euro. Wir haben ja gehört, inzwischen sind es schon sehr viel mehr. Und insgesamt 42.255 E-Books. Also das ist eben der Vorteil eines EBS-Modells, dass man da eine ganze Breite bekommt. 3,9 Millionen, also es ist weitaus mehr als unser Erwerbungsetat. Das heißt, das hätten wir nie alles kaufen können. Und unsere Nutzer können eben klicken, können eben diese ganzen E-Books runterladen, können sich da sozusagen austoben. Und wir müssen tatsächlich nur das zahlen, was wir als Deposit vorher eingezahlt haben. Wir haben das Ganze über eine Agentur, in diesem Fall ein bisschen Link aus Bremen, abgewickelt. Hätten wir nicht unbedingt machen müssen, sage ich mal. Also unser Verhältnis zu De Gruyter ist sicherlich so gut, dass wir es auch mit Herrn Hoppe oder Frau Nelke direkt hätten machen können. Das ist so ein bisschen die Hauspolitik, sage ich mal. Finanzierung, wie gesagt, es waren Jahresendmittel der UB, was halt eben noch über war und deswegen auch die Breite erforderlich war.
Kosten. Frau Nägel hat schon gesagt, damals auf Basis von FTE berechnet. Ich glaube, das Rechenbeispiel von De Gruyter war, jeder FTE lädt 1,25 Kapitel runter. Als ich das hörte, dachte ich, ja, das wird bei uns sicherlich etwas mehr sein. Und deswegen habe ich eine Nachzahlung ausgeschlossen. Das kann ich nur empfehlen, weil unsere Nutzung dann doch weit über den Schätzungen von De Gruyter lag, was uns im Prinzip aber, sag ich mal, bei Vertragsabschluss schon klar war. Wir haben auch gesagt, Gott, wir müssen Nachzahlung ausschließen, weil wir eben nur diese Jahresendmittel haben, die im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen, eventuell. Wir haben im Pikaland das Glück, dass wir eine sehr gute leistungsfähige Verbundzentrale haben, die VZG in Göttingen, und die spielt diese Metadaten problemlos ein. Naja, ganz problemlos nun wieder auch nicht. Ich weiß, die Reuter sagt immer, klappt alles wunderbar, und ich sag mal so, die Versprechungen sind manchmal größer als dann tatsächlich die Leistungen. Also wir haben gemerkt, dass es doch eine Zeitverzögerung bei Neuerscheinungen gibt, besonders eben bei den Publishing-Partnern. Ob das jetzt an den Partnern, an De Gruyter oder an der VZG liegt, will ich mal dahingestellt sein lassen. Und meine Kollegin von der Katalogisierung hat auch noch bemängelt, dass damals die Open Access-Titel noch nicht gekennzeichnet waren. Da kann De Gruyter vielleicht sagen, ob das inzwischen der Fall ist. Herr Schmalfuß nickt, okay. Gut, was haben wir dann gemacht? Wir haben das Ganze natürlich sozusagen über alle Kanäle, die wir haben, vermarktet, wie man so schön sagt. Also wir haben Blogbeiträge geschrieben, De Gruyter hat uns Poster zur Verfügung gestellt, wir haben direkte Mails an die Fachbereiche geschickt, das macht immer noch am meisten aus. Warum konnten wir das? Weil anders als beim PDA hatten wir diesmal keine Angst vor irgendwelchen Missbrauch. Also wir haben auch schon mal ein PDA gemacht, da hat man immer so die Befürchtung, nee, wir hängen das lieber nicht an die große Glocke, dann klicken Leute nur, damit sie die Bücher haben oder was ich, damit sie die UB irgendwie einen Streich spielen, hahaha. Da wir hier ja die letzte Entscheidung haben, konnten wir sagen, wir vermarkten das, die Leute können klicken, was sie wollen, wir entscheiden letztendlich ja, was dann tatsächlich gekauft wird. Und das ist eben der zweite große Vorteil, neben der Masse, die man bekommt, sozusagen von einem IBS-Modell. Wie sah die Nutzung aus? Ich habe meine letzten 3 Jahre hier sozusagen die Zahlen hier hingelegt. Sie sehen also, es ist eine relativ hohe Nutzung. Also wie gesagt, wir haben 14.500 FTEs. Und Sie sehen, in einem Jahr haben wir schon 141.500 Kapitel downgeloadet. Also weitaus mehr, als die heute geschätzt hatten. Sie sehen auch allerdings einen Rückgang von 2017 nach 2019, allerdings auf relativ hohem Niveau, muss man sagen. Das ist irgendwo auch klar, denn ja, ich sag mal so, die besten Titel hat man dann irgendwann rausgekauft und dann ist ein Rückgang der Nutzung auf diesem hohen Niveau ist dann relativ normal. Da De Gruyter, wie wir gerade eben gehört haben, die Preise jährlich anpasst, sprich erhöht, führt das natürlich auch dazu, wenn die Downloadzahlen abnehmen, die Preise gehen hoch, dass die Kosten pro Kapitel Download dann auch steigen. Wie Sie sehen, von 2017 zu 2019 von 35 Cent auf 47 Cent. Aber das sind immer noch Zahlen, mit denen kann ich mich also in jeder Etatkommission problemlos blicken lassen. Da haben wir bei einigen Datenbanken und anderen E-Book-Anbietern ganz andere Zahlen. Also dies, würde ich wirklich sagen, ist eine sehr gute Nutzung und ein sehr geringer Preis dafür. So, dann gab es eine Sache, an die wir vorher gar nicht gedacht hatten, nämlich Professoren möchten Bücher von De Gruyter haben. Ja, denkt man, klar. Bei uns ist es so, die Budgethoheit liegt in den Fachbereichen. Das heißt, wenn ein Prof sagt, ich will das Buch haben, dann müssen wir es für ihn kaufen. Und jetzt war es natürlich so, dass in der Laufzeit mehrere Profs sagten, das Buch will ich haben. Wir konnten denen sagen, ja, wir haben schon als E-Book und in aller Regel waren die auch mit den E-Books zufrieden. Einige wollten ja trotzdem noch das Print haben, aber egal. Jetzt haben wir gedacht, okay, wenn wir dem Prof sozusagen jetzt sagen, das E-Book ist da, du hast es und der Prof ist zufrieden, wir können ja nicht sicherstellen, dass das E-Book letztendlich auch sozusagen die hohe Nutzung hat, dass wir es kaufen. Und da haben wir gesagt, na gut, wir erfassen diese Fachbereichswünsche, sag ich mal, in einer eigenen Liste. Und diese Fachbereichswunschtitel, die erhalten beim Kauf dann halt Priorität unabhängig von der Nutzung. Das ist eben eine der schönen Sachen, die man bei EBS-Modellen machen kann, anders als beim PDA, dass man sagt, die Titel kaufen wir, egal wie sie genutzt werden. Und dann haben meine Kollegen aus der Katalogisierung zu Selektionszwecken im K10 Plus, also unserem Verbundkatalog, einen exemplarbezogenen Kommentar diesbezüglich eingefügt. Das hat sich auch als sehr hilfreich erwiesen, weil wenn Sie in Ihrem OPAC, ich sag mal, Tausende von den Gruyter-Titeln haben,
Ihnen ist irgendwann gar nicht mehr klar, welchen Status hat dieses E-Book denn eigentlich? Ist das ein E-Book, was wir vielleicht schon vor 2, 3 Jahren ganz normal gekauft haben? Oder ist es ein E-Book, was jetzt in diesem EBS-Modell, sag ich mal, testweise eingespielt ist? Oder ist es eben ein gegolte E-Book, was im EBS-Modell zwar testweise eingespielt ist, für das aber schon eine Kaufentscheidung vorliegt? Und das haben wir dann halt eben mit diesem nicht sichtbaren, für den Nutzer nicht sichtbaren Kommentar gemacht, dass wir zumindest nachvollziehen können, welchen Status hat dieses E-Book bei Reuter. Denn das hat sich auch als sehr hilfreich erwiesen, das so zu machen. Auswertung. Ja, da haben wir wahrscheinlich, sind wir wahrscheinlich die UB, die da am meisten Mühe und Arbeit reingesteckt hat. Das hing auch damit zusammen, dass wir das Modell mal so ein bisschen, sag mal, auskitzeln wollen, was geht. Generell gibt De Gruyter einem bis Juni des Folgejahres Zeit, die Kaufentscheidung zu treffen. Das ist also, hat man durchaus Zeit, um sich da Gedanken zu machen. Beim letztmaligen Durchgang allerdings wird der Zugang schon ab Februar abgeklemmt. Die Jahresstatistik, die wird Mitte Januar geliefert und wir haben dann gesagt, wir möchten die auf jeden Fall mit Preisen haben. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, wir möchten diese Fachbereichswunschtitel erstmal abziehen. Nun war es allerdings so, dass nicht alle Wunschtitel genutzt wurden und daher nicht in der Statistik verzeichnet sind. Da sieht man unseren, dass die Idee ganz gut war, das in eine eigene Liste zu machen. Wir haben dann diese Fachbereichswunschtitel, sag ich mal, die Preise davon, haben wir gedacht, okay, kann Missing Link für seine Provision ein bisschen was tun und haben die Preise ermitteln lassen. Diese Summe haben wir dann vom Deposit abgezogen. Dann wussten wir also, okay, für den Rest können wir jetzt auf Basis der Nutzungsstatistik Entscheidungen treffen. Und auch da mussten wir nochmal die Statistik bearbeiten, denn wir mussten zweierlei Sachen löschen. Zum einen natürlich, wie gesagt, die Titel aus den Fachbereichswunschlisten. Und zum anderen ist es so, dass auch die im letzten Jahr gekauften E-Books noch auftauchen. Also wir haben schon erst im Mai die Entscheidung getroffen. Und dann waren die E-Books von Januar bis April, hatten sie noch sozusagen sehr gute Nutzung in diesem PDA, wie es da bei den Reuter heißt, PDA-Liste und danach Nullen. Ich persönlich fände es besser, wenn die Titel bei Kauf sozusagen automatisch aus der entsprechenden Statistik rausgenommen werden. De Gruyter möchte das nicht, aber bietet an, die zu kennzeichnen. Also diese Titel, die bereits gekauften und die von uns gewünschten und dadurch gekauften, die muss man löschen. Und wenn Sie jetzt denken, okay, jetzt hat die UB Osnabrück endlich ihre Statistik fertig, jetzt kann sie top-down kaufen. Nein, auch das nicht, denn wir haben noch eine weitere Bearbeitung vorgenommen. Genau. Das Problem, was ich persönlich gesehen habe, ist, dass Counter 4 nur die Anzahl der Kapitel-Downloads liefert. Und das finde ich persönlich nicht sehr aussagekräftig, weil Bücher eben sehr unterschiedliche Anzahl von Kapiteln haben. Ich habe hier mal zwei Extrembeispiele genommen, mündliche Prüfung, Staatsexamen, 6 Kapitel, Handbuch, Sterben, Menschenwürde, 115 Kapitel. Außerdem gibt es oder gab es damals beim EPUB die Möglichkeit, sozusagen das komplette Buch auf einen Schlag runterzuladen und dann wurde bei EPUB eben auch die Gesamtanzahl der Kapitel gezählt. Also wenn Sie davon ausgehen, das Handbuch Sterben und Menschenwürde läge als EPUB vor, jemand klickt zweimal drauf, vielleicht erstmal nicht geklappt, dann hat er mit 2 Klicks 230 Kapitel Downloads erzeugt. Während Sie, um 230 Kapitel Downloads für den ersten Titel zu erzeugen, da müssen eine ganze Menge mehr Leute klicken. Und wenn Sie jetzt denken, gut, beide Titel haben 230 Downloads, sind ja im Prinzip gleich. Nein, eben nicht. Und deswegen habe ich meine Kollegen von der IT bei uns so lange genervt, bis die da eine automatisierte Ermittlung der Kapitel pro Buch hinbekommen haben. Und dann hatten wir die Downloadzahlen pro Buch. Und die sahen schon ganz anders aus als die Downloadzahlen über die Kapitel-Downloads. Das kann ich also empfehlen. Das hat sich bei uns als sehr hilfreich erwiesen. Und wenn Sie jetzt denken, okay, jetzt kann die UB Osnabrück endlich Top-Down kaufen. Nein, immer noch nicht. Denn wir haben noch eine weitere Schleife gezogen. Wir haben gesagt, es gibt Bücher, die sind sehr gut genutzt oder gut oder sehr gut genutzt, aber wir kaufen sie trotzdem nicht. Und es gibt Bücher, die haben vielleicht eine schlechte oder auch gar keine Nutzung und wir kaufen die trotzdem. Warum? Naja, was kaufen wir nicht? Wir kaufen also nicht Titel, die wir als fachfremd ansehen. Medizin und Technik habe ich immer als Beispiel genommen. Also Technik, wir haben keine Technik hier an der UB Osnabrück, an der Uni Osnabrück. Ich habe da so ein bisschen die Studis der Fachhochschule, Hochschule ist hier inzwischen, Entschuldigung, Hochschule Osnabrück, in Verdacht, dass die sozusagen da bei uns, wir haben ein gemeinsames Gebäude, dass die bei uns einfach da genassauert haben.
Und was Medizin betrifft, ich denke, Hypochonder gibt es überall. Und da sagen Leute, oh, ich habe es im Rücken. Mal sehen, was die Kräuter dazu anzubieten hat. Dann gibt es Titel, die wir sehr exotisch fanden. Also ich als Beispiel so Book of Lord Chang. Das ist, glaube ich, ein Grundlagenwerk der chinesischen Rechtsphilosophie. Aber da haben unsere Juristen auch gesagt, nee, dann das bitte doch nicht. Und wir haben auch nicht gekauft, wenn es eine einmalige hohe Nutzung gab. Also Sie kriegen ja die Nutzungsstatistiken für die einzelnen Monate. Und wenn da jetzt ein Buch 11 Monate lang null Nutzung hatte und dann im 12. Monat praktisch ein riesen Peak, dann haben wir gesagt, nee, das ist auch nicht so toll, weil das war vielleicht irgendein Doktorand oder es gab irgendein Seminar, Hausarbeit, was auch immer. Jedenfalls, da gehen wir davon aus, dass alle potenziellen Nutzer dieses Werk bereits heruntergeladen haben. Und wir haben auch sozusagen nicht gekauft, wenn wir sagen, da gibt es bald eine Neuauflage. Teilweise war das so, dass es eben schon im November eine Neuauflage gab, die dann halt eben, weil sie im November erst kam, ziemlich weit unten war. Dann haben wir gesagt, nein, dann kaufen wir natürlich das alte Buch nicht mehr. Und was kaufen wir, obwohl es keine Nutzung oder schlechte Nutzung hat? Das sind vor allem halt eben die Vervollständigung mehrbändiger Werke. Ich habe immer so als Beispiel die Akten und Protokolle des Parlamentarischen Rates. Das sind 14 Bände. Da war es bei uns so, dass die Hälfte das Quorum erreicht hat, die andere Hälfte nicht. Aber ich denke, da werden alle Bibliothekare mir zustimmen, dass man sagt, solche Torsi wollen wir nicht haben. Da muss man sagen, alles oder nichts. Das Gleiche ist auch eben bei Werkausgaben. Ich glaube, die Gräuter zum Beispiel Ödön von Horvath und so. Und da kann man nicht sagen, Band 1 haben wir, Band 3 haben wir und Band 5 haben wir und den Rest nicht. Da muss man sich tatsächlich für entscheiden, zu sagen, alles oder nichts. Deswegen ist ein EBS-Modell hier eben auch sehr hilfreich, wie ich finde. Fazit. Ein EBS-Modell lässt sich relativ schnell und leicht einrichten. Wir haben das immer Ende Dezember gemacht. Aber anders als beim PDA-Modell, wo man vorher die Stellschrauben sozusagen festlegen muss, beginnt die wirkliche Arbeit für Bibliothekare erst nach einem Jahr bei der Auswahl. Das haben wir so als Fazit für uns festgestellt. Der Erneuerungspreis, auch da hat uns die Kräuter ein bisschen kalt erwischt, weil als wir fragten, was kostet es denn, da sagte der Kräuter, naja, wir haben es ja vorher schon gehört, was habt ihr denn an Printbücher von uns gekauft? Und ich musste feststellen, dass das gar nicht so einfach zu ermitteln ist, weil wir natürlich bei verschiedenen Lieferanten, Agenturen kaufen und weil wir eben auch nicht nur die Frontlist kaufen, sondern auch teilweise die Backlist. Und das hat unsere Erwerbungsabteilung dann doch schon einige Mühe gekostet, da eine genaue Zahl zu ermitteln. Das nur als Warnung. So, vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte vorher gesagt, es gab aus den naturwissenschaftlichen Fachreferaten so ein bisschen Widerstand, weil die sagten, naja, da haben wir ja aber nichts davon. De Gruyter ist doch ein reiner philologischer Verlag. Deswegen haben wir mal nach den ersten 2 Jahren sozusagen eine fachliche Auswertung der Käufe nach Titelzahl gemacht. Und Sie sehen, klar, also Linguistik und Literary Studies sind ziemlich weit oben, noch getoppt von History and Social Science. Also De Gruyter ist ein geisteswissenschaftlicher Verlag, machen wir uns nichts vor, aber zum Beispiel Business ist relativ hoch. Physics ist hier mit 1,97 sozusagen noch ganz unten. Aber wenn man jetzt nicht auf die Titelanzahl guckt, sondern auf das Geld, dann steigt Physics sozusagen plötzlich in die Höhe und ist mit 5,59% zumindest schon deutlich höher. Also Physik ist natürlich kein Buchfach, muss man klar sagen, aber es sind halt eben relativ teure Werke. Und deswegen waren letztendlich auch die Kollegen aus den naturwissenschaftlichen und juristischen Fachreferaten dann einverstanden, dass wir das Modell insgesamt 4 Jahre weiterlaufen lassen. Naja, aber irgendwann kommt auch das Ende. Wir haben es ja gesehen, es gibt jährlich einen leichten Rückgang der Nutzung zu beobachten, weil eben die meistgenutzten Titel herausgekauft sind. Das heißt, auch wenn die Gräuter das nicht gerne hört, die Attraktivität des Modells lässt einfach nach. Das ist bei jedem EBS-Modell klar. Und die Auswahl wird ja zunehmend schwieriger. Also man landet dann irgendwann, dass man sagt, naja, das ist ein Buch, was ich vielleicht nicht unbedingt gekauft hätte. Das ist mehr so nice to have. Und daher ist dann irgendwann eine Ende oder zumindest eine mehrjährige Pause dieses Modells dann auch angeraten. Wir pausieren im Moment und überlegen dann vielleicht in 2, 3 Jahren, wenn die Kräuter einfach wieder genug Masse hat, sage ich mal, dann wieder einzusteigen. Die Abschlussentscheidung muss dann natürlich sehr schnell erfolgen, da wir im Februar abgeklemmt werden. Also dann hat man nicht mehr die Zeit, sozusagen da bis Mai sich Überlegungen anzustellen. Das klappt aber auch ganz gut bei uns. Da war unser Team schon sehr eingespielt.
Und wir hatten große Angst, dass dann Rückfragen von Nutzern kommen. Wo ist das E-Book geblieben? Das habe ich auch noch vor 2 Monaten aufrufen können. Jetzt ist es nicht mehr da. Das hat sich aber zum Glück in Grenzen gehalten. Also diese großen Rückfragen von Nutzern, wo ist das E-Book, das war doch noch da, die hat es eigentlich Gott sei Dank nicht gegeben. Insgesamt würde ich sagen, war das EBS-Modell bei De Gruyter für uns ein Erfolg, weil eben die Nutzer sehr viel, wie gesagt, einfach nutzen konnten, was sie gar nicht zahlen mussten, weil wir selbst entscheiden konnten, welche E-Books wir kaufen. Das war für uns also insofern auch noch deutlich besser als ein PDA-Modell. Und damit bin ich auch schon am Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Hindersmann, für diesen aufschlussreichen Bericht aus der Praxis. Wir hatten Ihnen zu Beginn der Veranstaltung ja schon kurz berichtet, dass wir dass wir mehr und mehr Langzeitkunden haben als EBS-Kunden. Unter anderem hatte ich erwähnt, dass wir 2 Kunden haben, 2 Bibliotheken, eine kleine Uni und eine große Uni, die tatsächlich seit 2013 dabei sind, also jetzt im 8. Jahr. Den letzten Teil der Veranstaltung, und ich sehe gerade, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit muss ich da etwas auf die Tube drücken und hoffe, den komplexen Sachverhalt trotzdem noch rüberzubringen, möchten wir mit Ihnen etwas näher in die Nutzungsentwicklung einsteigen bei diesen wirklich langen Langzeitkunden, um zu zeigen, warum und unter welchen Konstellationen auch eine solche Langzeitnutzung von EBS attraktiv und möglich ist. Wenn man zum ersten Mal mit jemandem, mit einer Bibliothek über EBS ins Gespräch kommt, dann wird man konfrontiert in der Regel mit immer diesen Vorbehalten. Wird das Modell wirklich angenommen? Also ist die Nutzung so hoch, wie wir erwarten? Wir hatten berichtet, am Anfang sind wir von einer dezidierten Nutzung ausgegangen, aber selbst diese von 1,25 wurde manchmal angezweifelt, ja, ist das denn an unserer Bibliothek wirklich so? Ne? Dann, Thema wurde schon angesprochen, sinkt denn nicht die EBS-Nutzung? Wenn wir jedes Jahr die EBS-Gebühren ausgeben müssen, um Titel in den Bestand zu erwerben, dann haben wir doch irgendwann alles Interessante rausgekauft, das, was Herr Dr. Hindersmann vorhin auch dargelegt hat, und dann müsste doch die Nutzung drastisch sinken. Dritter Vorbehalt, der immer wieder kommt, ja, 80.000 Titel, schön und gut, aber wir gehen doch davon aus, unsere Nutzer fokussieren auf die Frontlist. Wird das denn überhaupt genutzt, was wir da als großen Bauch sozusagen im Bestand haben? Zum ersten Vorbehalt, da können wir wirklich ganz kurz nur abhandeln, Herr Dr. Hindersmann hat es ja auch schon gesagt, das ist in der Regel, wenn die Bibliothek 2, 3, 4 Monate EBS implementiert hat, überhaupt kein Thema mehr. Die Nutzung ist in aller Regel sehr, sehr gut. Das, was an der Uni Osnabrück beschrieben wurde, ist so eine Standardnutzung. Hier bei den beiden, die kleine Universität und der große Langzeitkunde, haben wir es auch mal über die letzten 4 Jahre evaluiert, ist auch so etwa in dem Bereich 9,6 Downloads, Kapitel-Downloads pro Kopf, pro Jahr. Das ist so eine Standardnutzung. Es gibt Ausreißer nach oben, die dann, 12, 13 Kapitel-Downloads pro Kopf pro Jahr haben. Nach unten, wenn es vielleicht eine TU ist, kann das auch schon mal 5 sein. Aber sie ist auf jeden Fall immer deutlich höher als die 1,25 oder 1,5, die wir in grauer Vorzeit mal avisiert haben. Also ist kein Thema. Deswegen gehen wir zu den anderen Vorbehalten, die bei Neukunden gegenüber EBS da sind, weiter. Und das muss man sich in der Tat etwas genauer anhand der Statistiken anschauen. Bitte mal eine Folie weiter. Sie sehen auf dieser Folie die Kapitel-Download-Zahlen der letzten 4 Jahre, 16 bis 19. Also wie gesagt, sind beides Kunden, die seit 13 dabei sind. Bei der kleinen Universität mit 9.000 FTE und bei der großen mit 35.000. Sie sehen auf der linken Seite der Folie, bei der kleinen steigt die Nutzung bis 2018. Wir haben dann einen kleinen Downwards-Trend 19 drin, müsste man jetzt etwas länger beobachten, ob das wirklich dann ein Trend ist, wo die Nutzung dann auch anfängt zu sinken oder ob es nur so ein Peak nach unten ist. Im Prinzip ist das Thema
sinkende Downloads bei kleinen Einrichtungen und bei vielen von den mittleren auch nicht so das Thema. Es liegt in der Natur der Sache. Ne? Da ist die EBS-Summe geringer, die jährlich zum Erwerb zur Verfügung steht. Bei der großen Uni, und das könnten Sie jetzt in einem Vortragssaal aus der letzten Bank sehen, da trifft tatsächlich dieser Vorbehalt erstmal zu. Das heißt, wir haben hier die Nutzung von 16 bis 19 und Sie sehen, dass die Nutzung in diesen 4 Jahren, auch wenn sie von 18 auf 19 wieder leicht gestiegen ist, um 25% zurückgegangen ist. Kleiner Einhalt da bitte. Wir haben immer noch eine Nutzung, trotz dieses Rückganges, von über 300.000 Kapitel-Downloads pro Jahr im Jahre 2019. Und das bedeutet bei 35.000 Angehörigen eine durchschnittliche Nutzung von immer noch 8,6 oder 8,5, sowas in 8,5, glaube ich. Also immer noch sehr hoch. Aber zunächst mal tatsächlich trifft der Vorbehalt zu, die Nutzung bei einem Langjahreskunden, großen Kunden, sinkt. Das kann man nur relativierend betrachten, wenn man bitte eine Folie weiter dagegen spiegelt, die Anzahl der genutzten Titel. Das ist jetzt die Anzahl der genutzten Titel von 16 bis 19, nur EBS-Titel. Bei der kleinen Uni sehen Sie lineare Steigerungen, also Titel werden, jedes Jahr werden mehr Titel genutzt. Bei der großen Uni im Prinzip auch, mit so einem kleinen Peak nach unten 2018, aber von 2018 auf 2019 wieder eine deutliche Steigerung. Das heißt, es ist zu beobachten, die Anzahl der genutzten Titel steigt und auch da bitte noch mal zum Hintergrundverständnis beachten, das sind nur EBS-Titel. Also diese große Uni, die hat, ich schätze mal, 15.000 bis 20.000 unserer Titel bereits fest in ihrem Bestand, weil sie eben über die Jahre immer für eine relativ hohe EBS-Gebühr Titel kauft. Das heißt, nur diese knapp 20.000 Titel sind rein aus dem Rest EBS-Bestand sozusagen. Um das interpretieren zu können, wie das einhergeht, sinkende Downloadzahl, steigende Titelzahl, bitte mal eine Folie weiter. Folgendes, hier haben Sie auf der linken Seite bei der großen Uni und nur die nehmen wir jetzt in Betracht, weil, also erstens aufgrund der Zeit und zweitens, weil da eben dieser Vorbehalt ja zutrifft, der sinkenden Downloadzahl. Hier haben Sie auf der linken Seite nochmal die Kapitel-Downloads, die sinken im Laufe der Jahre und auf der rechten Seite aufgesplittet die genutzten Titel in Höhe der Nutzung der Titel. Sie sehen, auf der, ich muss mal gerade das wegschieben, sonst sehe ich die restliche Folie nicht so. Die grünen Balken stellen die Titel dar mit einer hohen Nutzung, also mindestens 50 Downloads aus diesem Titel pro Jahr sind in den grünen Balken dargestellt. Die roten Balken, mittlere Nutzung, Titel, die 11 bis 50 Mal im Jahr genutzt wurde. Und die hohen blauen Balken, das sind alle die Titel, die genutzt wurden, aber vielleicht nur einmal, vielleicht zweimal bis 10-mal genutzt wurden. Die grünen Titel, da sehen Sie, wo der Hase im Pfeffer liegt, sozusagen beim Rückgang der Kapitel-Downloads. Die hochgenutzten Titel gehen bei dieser großen Uni tatsächlich in den letzten 4 Jahren um die Hälfte zurück. Was sind das für Titel? Die Titel, die die Downloadzahlen generell in die Höhe treiben, das sind natürlich Lehrbücher, vor allen Dingen Lehrbücher, sind aber auch Referenzwerke, Handbücher. Und von diesen Titeln produzieren wir, das liegt in der Natur unseres Verlagshauses, in der Tat nicht genügend Titel, um jedes Jahr wieder so eine Menge Titel mit solch einer breiten Wirkung zur Verfügung zu stellen. Deswegen, das Modell funktioniert wirklich nur und hat seine Attraktivität, vor allen Dingen gerade auch in den weniger genutzten Titeln. Schauen Sie sich das bitte an. Bei der großen Uni wurden 2019 10.649 Titel genutzt, wo ein Bedarf da war, aber mit einer relativ geringen Nutzung. Das heißt, denken Sie bei De Gruyter bitte nicht an die Titel mit Breitenwirkung. Wir sind ein Verlag, der es sich immer noch leistet, für die Spitzenwissenschaft zu produzieren, für die Nischenbereiche zu produzieren. Also Titel, die auch im Print eine geringe Auflage haben. Das ist De Gruyter, das ist unser genuines Verlagsverständnis. Der Bedarf für diese Titel ist
da? Was hätten Sie sonst machen müssen, wenn der Bedarf da ist? Natürlich hätten Sie diese 10.649 Titel nicht gekauft. Da hätten Sie alleine dafür 1 Million auf den Tisch des Hauses die Kräuter blättern müssen. Es ist ja auch völlig illusorisch, das zu denken. Einen Teil dieser Titel hätten Sie kaufen müssen. Einen Teil dieser Titel hätten Sie über die Fernleihe bestellen müssen. Einen Teil dieser Titel hätten Sie zumindest Kapitel für 30 Euro downloaden müssen. Das heißt, diese Titel, diese 10.649, hätten Sie Ressource gekostet, hätten Sie Budget gekostet. Und das ist das ganz Entscheidende dieses Modells, dass diese Titel hier inbegriffen sind. Gucken Sie nicht nur auf die Spitze des Eisberges. Wie beim Eisberg, die breite Basis liegt darunter. Bitte eine Folie weiter. Ganz kurz noch, die Backlist, Vorbehalt, wird denn überhaupt die Backlist genutzt? Ja, die Backlist wird sehr gut genutzt. Ganz kurz nur mal, bitte ich Ihren Augenmerk zu lenken auf die violetten Säulen. Also unten haben Sie die Frontlist-Nutzung, alles darüber ist Backlist. Und nur mal auf der Zunge zergehen lassen, sozusagen 2019 wurden an der großen Uni fast 25.000 Kapitel downgeloadet aus Titeln, die älter als 10 Jahre sind. Eine Folie weiter, bitte. Ja, nochmal zum Anfang dieser Sequenz zurück, die drei Vorbehalte, den ersten und den letzten gehe ich jetzt nicht mehr näher drauf ein. Die Backlist wird sehr gut genutzt, die Nutzung ist in der Regel sehr hoch. Bitte mal eine Folie weiter. Komplexer zu betrachten ist tatsächlich der Vorbehalt gegenüber der sinkenden Nutzung bei Langzeitkunden. Das ist wirklich heterogen zu betrachten. In der Regel bei kleinen Unis kein Thema. Bei mittleren, Herr Dr. Hindersmann hat es für Osnabrück auch beschrieben, da ist es auch so. Natürlich nicht auf so einem ganz Niveau wie bei der großen Uni, aber immerhin bei manchen mittleren ist es kein Thema, aber es ist sehr heterogen. Auf jeden Fall trifft das tatsächlich zu, in der Regel bei großen Unis, die eine hohe EBS-Gebühr haben, die dann hohe Holdings haben irgendwann, dass die Nutzung sinkt, aber auf einem sehr hohen Niveau immer noch. Und wie wir eben erläutert haben, die Anzahl der Titel mit hoher Nutzung steigt. Ja, letzte Folie, nochmal die Zusammenfassung, hatte ich erwähnt, was ist mit die Voraussetzung, warum sowas auch bei Langzeitkunden funktioniert? Wir bieten ein breites Spektrum aus 29 Fachbereichen. Wir haben jährlich natürlich das ist die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, denn sonst sind wirklich ja die Titel irgendwann weg, die man haben möchte. Wir haben jedes Jahr eine solide Frontlist und auch eine Inhaltserweiterung durch neue Verlagspartnerschaften und natürlich hin und wieder auch mal durch eine Akquise. Damit bin ich fertig. Und da übernehme ich doch gerne an dieser Stelle wieder. Vielen Dank, Martina. Um dann tatsächlich zum letzten Punkt unserer Agenda zu kommen, nämlich Ihre Fragen und Anmerkungen, die Sie freundlicherweise in den letzten Minuten schon in den Chat geschrieben haben. Und tatsächlich ist 12:02. Ich möchte mal sagen, in der guten Tradition einer Samstagabend-Fernsehshow in den 1980er Jahren, ein paar mehr Minuten gönnen wir uns jetzt nochmal, um dann zu schauen, was denn da geschrieben wurde, was denn da gefragt wurde. Beispielsweise, ob eine komplette Liste unserer Verlagspartner zugeschickt werden kann. Selbstverständlich, das machen wir natürlich gerne. Mit Blick auf, das sind alle unsere Verlagspartner und dann auch im Abgleich dazu, das sind Verlagspartner, die gegebenenfalls nicht bei unserem EBS-Modell mitmachen. Herr Dr. Hindersmann hatte es ja erwähnt, beispielsweise da ist der Dr. Otto Schmidt Verlag, das ist sehr schade für die Juristen. Wir sind natürlich immer an den Partnern dran, ob die nicht nochmals ihre Entscheidung revidieren könnten. Eine weitere Frage, die im Chat aufgekommen ist, sind Counter-5-Statistiken verfügbar? Und da gucke ich jetzt schon mal ganz scharf an den Kollegen Olaf Schmalfuß. Genau, das habe ich gesehen. Also die Frage, die kam jetzt schon zweimal auf und auch nochmal vielleicht als Hinweis zu dem, was auch der Hindersmann gesagt hat bezüglich der Kapitelanzahl. Also erstmal kurz zu Counter-5. Ja, das kommt. Also wir haben jetzt eine neue Plattform und da wird es gerade abgenommen. Das heißt, Counter-5 wird auch bald zur Verfügung sein. Aber für EBA bleiben noch weiter die Counter-4-Reports, die Grundlage. Also
Also zumindest bis Ende des Jahres haben wir auch die Counter-4-Reports, damit die Kunden nicht mitten im Jahr umstellen müssen. Und bei uns ist es so, Counter-4, ich meine, die EBA-Statistiken werden zwar getrennt, aber sie sind trotzdem noch in den normalen Book-Reports weiter verfügbar. Das heißt, was wir jetzt an Counter-4 parallel gezählt haben, diese Endtitel werden ja auch in den normalen Book-Reports gezählt. Da haben wir quasi die Gesamtnutzung einer Institution und Counter-4, ich meine, unsere PDA-Statistiken oder EBA-Statisten sehen nochmal eine Teilmenge dieser Gesamtnutzung. Das heißt, das sehen wir da. Das heißt, wir hätten zwei Reports zur Verfügung. Aber Counter 5 kommt auf jeden Fall und die EBA-Reports bleiben erstmal noch auf Counter 4. Und diese Unterschiede in der Zählung, also wir hatten vorhin gehört, auch bei dem Herrn Hindersmann, dass wenn ich ein großes E-Book habe, das 100 Kapitel hat, dann würde dieser Titel mit einer Nutzung von 100 auftauchen. Das ist jetzt geändert worden. Also ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber da gab es einen ziemlichen Einbruch in den Statistiken insgesamt, weil halt da diese Logik angepasst wurde. Das heißt, nach Counter 4 ist ja eine Section-Request. Das ist dann so eine Teilmenge oder diese kleinste Gesamtheit des, was man runterladen kann. Das ist dann halt entweder das Kapitel oder aber jetzt auch das Gesamt-PDF oder das EPUB. Das heißt, jeder zählt jetzt erstmal, also jeder Download, wie ich den vorhin erzählt hatte, ist jetzt zumindest, wenn Sie jetzt anfangen würden, jeder Download ist ein Zähler. So, und da war noch... Genau, die Anreicherung. Es war der Hinweis zu den Kapiteln, das hatten wir mal. Also das ist jetzt tatsächlich schon, also wir haben die Zahlen auf jeden Fall verfügbar und das kann sicherlich angereichert werden. Das ist gar kein Problem auf Wunsch. Ich weiß nicht, ob wir das schon in die Standard-Anreicherung nehmen können. Also müssen wir schauen. Wir haben so ein bisschen im Hintergrund, arbeiten wir natürlich an so Product Data Warehouse, wo denn die Daten einfacher zusammenführbar wären. Das kann man sicherlich jetzt schon machen auf Anfrage. Das ist gar kein Problem. Inwieweit das in den Standard-Reports denn ist, die Sie später zur Verfügung bekommen, ist die andere Sache. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Und die Kennzeichnung der gekauften Titel, das war auch noch ein Hinweis von dem Herrn Hindersmann, dass das natürlich schwierig ist, wenn man so eine Teilnutzung hat, noch Anfang des Jahres sind diese Titel einfach drin. Diese Kennzeichnung ist auf jeden Fall jetzt da. Also wenn Sie jetzt den Report heute zur Verfügung gestellt bekommen würden von unserem Customer Service, dann wäre da ein Häkchen oder zumindest die Kennzeichnung, den haben Sie bereits erworben. Also das ist gut. Vielleicht von meiner Seite da ergänzend, dass wir EBS-Kunden haben, die sehr wohl auch einfach das in ihren Abschlussstatistiken noch mit drin haben wollen. Eben Titel, die vielleicht zu Beginn einer Laufzeit erworben wurden und dann unter der Laufzeit eben dann eigentlich aus der Statistik herausfallen würden, aber dass man da sozusagen das vollständige Bild hat. Diese Titel sind dann in der angereicherten Abschlussstatistik dann auch entsprechend gekennzeichnet. Auch Open Access zum Beispiel, die würden jetzt auch konsequent rausgefiltert. Das war, glaube ich, auch noch ein Hinweis von dem Hin, dass man das damals wohl noch so war, dass dann die Open Access-Titel nicht konsequent rausgefiltert worden sind. Das wird natürlich nicht mit angerechnet und die sind jetzt frei verfügbar. Das ist dann schon raus. Genau. Eine weitere Frage, die sich jetzt noch ergeben hatte, war, ob wir die Folien denn zur Verfügung stellen werden. Ja, die Antwort darauf, das werden wir tun, wie wir es ja auch planen, diese Session hier als eine Video-Audio-Aufzeichnung dann auf einer Plattform wie YouTube zur Verfügung zu stellen. Ich schaue in den Chat hinein, aber ich glaube, dann haben wir an dieser Stelle zunächst einmal alle Fragen und Anmerkungen aufgegriffen. Genau, ganz unten. Herr Dr. Hindersmann. Kann ich bestätigen, ja. Achso, sorry. Nein, bitte, Olaf, du. Nee, da war nochmal die Frage zu, also Counter 5, dieser Report weist dann die Zähler pro Buch aus und nicht pro Kapitel. Der zählt beides, ne? Also das ist dann der Vorteil von Counter 5, dass das dann auch klarer unterschieden wird, dass es dann einmal ein Kapitel-Download war und das dann halt ein Download eines Gesamt-E-Books war. Das wird dann in Counter 5 sichtbar gemacht. Das haben wir dann in Kürze auch auf dieser Plattform, ne? Ja, dann denke ich doch mal,
kommen wir doch gerne zur nächsten Folie. Und so hoffen wir noch sehr, dass Sie heute einige hilfreiche und nützliche und neue Informationen mitnehmen konnten. Und sollten sich jetzt natürlich noch weitere Fragen auftun oder sollten Sie gegebenenfalls auch ein Angebot wünschen, das genau auf Ihre Einrichtung abgestimmt ist, dann bitte kontaktieren Sie uns doch jederzeit. Hier finden Sie die Kontaktdaten. Ich vermute aber auch, viele von Ihnen kennen uns ja auch noch an der einen oder anderen Stelle und haben dann auch schon E-Mail-Adresse, Telefonnummern etc. von uns in Ihren Unterlagen. Und dann tatsächlich 12:05. Damit kommen wir doch dann ans Ende unseres Webinars. Wir danken ganz herzlich, dass Sie dabei gewesen sind. Herr Dr. Hindersmann, an dieser Stelle nochmals unser herzlicher Dank, dass Sie sich heute auch die Zeit genommen haben. War sehr, sehr erhellend, sehr hilfreich. Vielen Dank dafür. Da bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur noch zu sagen, meine Damen und Herren, haben Sie noch eine schöne weitere Woche. Und ja, Corona begleitet uns dann ja doch noch weiter. Bitte bleiben Sie wohl auf. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank. Wiederhören.